Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Show heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Frank und Frank ist 29 Jahre alt. Ja, guten Abend Domian, hallo. Ja, hallo Frank. Ja, mein Thema ist heute Forensik und untergebrachte Patienten. Ich bin selber untergebracht und habe das Problem. Also das ging gerade, glaube ich, ein bisschen unter. Du bist in einer Nervenklinik. In psychiatrischen Unterbringung. In einer psychiatrischen Klinik. In einer geschlossenen psychiatrischen Klinik? Ja. Das heißt, du kannst da nicht so raus, wie du das möchtest. Genau, und das Problem. Aber da kann man ganz einfach, Entschuldigung, wenn ich eine Frage, da kann man so normal telefonieren, wie wir das jetzt machen? Ja, ist etwas schwierig, eigentlich nicht. Deswegen, ich habe auch gebeten, unter einem anderen Namen auftreten zu dürfen. Ist klar. Du telefonierst mit einem Funktelefon. Ja, genau. Ja. Und das ist das Problem halt, die Vorurteile der Öffentlichkeit gegen Patienten, auch sicherlich aus berechtigten Gründen teils, aber auch unberechtigten, da hier nicht nur Monster oder Sexualverbrecher sind, sondern auch mit kleineren Delikten, beziehungsweise natürlich auch schweren Delikten, aber eben nicht so schlimmen. Verstehe. Wie lange bist du in der Klinik schon? Also unterbrochen seit 94. Also ich war 94? Ja. Weswegen bist du doch drin? Wegen Brandstiftung. Was ist genau passiert damals? Also mehrfache Brandstiftung aus Rache und Wut über Arbeitgeber und Mitarbeiter. Mhm. Wie genau hast du es angestellt? Ja, ist Brandstiftungen, also das ist ein Gewerbegebäude von der Firma will oder beziehungsweise alte Wäsche angezündet habe. Mhm. Und welcher Schaden ist da entstanden? Wie groß ist der Brand geworden? Ja, Sachschaden in Höhe von ein paar Tausend, also nicht, ist kein Gebäude abgebrannt, sondern hat sich in dem Rahmen gehalten, ohne Personenschaden, also, und ich halt nur Sachschaden. Nur von ein paar Tausend Mark. Das ist einmal passiert oder ist das mehr, hast du mehrfach? Viermal insgesamt, wobei zwei kleinere Brandstiftungen an Müllcontainer waren. Aber es ist kein großer Brand dabei entstanden? Nein. Mhm. Und du sagst gerade so aus Rache, und was ist denn da vorgefallen? Ja, es ist unhaltbare Vorwürfe von Arbeitgebern, beziehungsweise, dass ich versucht habe, Drogen zu verkaufen und Ähnliches, die nicht stimmten und mir aber zum Vorwurf gemacht wurden und zur Entlassung führten. Und das hat sich ja so hochgeschaukelt, dass du dann zu diesen Mitteln gegriffen hast, um dir Luft zu machen. Ja, und dann auch unter Alkoholeinfluss. Nicht? Ja, nur bin ich völlig baff, muss ich ehrlich sagen, dass du wegen solcher Delikte, die sind natürlich schlimm, aber es gibt schlimmere Sachen und gravierendere Dinge, dass du seit 1994 deshalb in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik sitzt? Ja, das ist so, dass ich auch teils gelockert wurde und halt mit diesen Bedingungen auch nicht klarkam und die Flucht ergriff mehrmals und allerdings dabei keine weiteren Delikte beging. Mhm. Warum überhaupt bist du wegen dieser Delikte in die psychiatrische Klinik gekommen? Man hätte auch sagen können, man verurteilt dich zu so und so einer Strafe und gehst ins Knast, in den Knast für eine Weile und dann wäre es das gewesen. Warum in die Klinik? Ja, das ist so, dass vermutet wurde, dass ich also verminderte Schuldfähigkeit ausgesprochen wurde und ja, vermutet wurde halt schon Störungen so gesagt vorhanden sind, die ich also auch nicht ganz bejahe, sage ich mal so. Was bejahst du nicht? Du bejahst nicht, dass diese da Störungen sind. Also du sagst, du hast keine Störungen im Klartext. Ja, in dem Sinne. Ich habe wohl Probleme, mit solchen Problemen richtig umzugehen damals gehabt. Mhm. Aber ich denke mal, das kann mit der Zeit lernen. Ich bin älter geworden und heute denke ich da auch anders drüber. Also man muss das ja nochmal festhalten. Es sind keine Personen damals zu Schaden gekommen.
Ja. Ne? Es ist nur Sachschaden entstanden. Nun bist du so viele Jahre, seit 1994, mehr oder weniger hintereinander in der psychiatrischen Klinik geschlossen. Ja. Hat es was gebracht bislang für dich, wenn du das so für dich beurteilst? Insofern, dass ich gelernt habe, Probleme besser zu verarbeiten schon. Das muss ich ganz fair zugeben. Aber die Länge hat mir auch große Schwierigkeiten gebracht, natürlich durch Verbindungen nach draußen. Natürlich, ja. Und zu Freunden, die sind natürlich Kontakte abgebrochen. Ja. Zu wie viel bist du eigentlich damals verurteilt worden? Ich vermute. Das nennt sich eigentlich Unterbringung nach § 63. Und das nach § 21 verminderte Schuldfähigkeit halt. Mhm. Und das ist ein Jahr plus die Unterbringung. Mhm. Und warum sind hier so viele Jahre draus geworden? Weil du versucht hast auszubrechen oder warum? Ja, und dadurch gesagt wurde, dass ich die Mitarbeit verweigere eigentlich durch diese Fluchtsachen. Da ist ja nur eine ganze Menge Zeit zusammengekommen, 1994 bis jetzt 2002. Wie lange musst du denn noch in der Klinik bleiben? Das wird jährlich überprüft vom Gericht. Das ist so zur jährlichen Überprüfung. Wann war denn die letzte jährliche Überprüfung? Jetzt Im vergangenen April. Im April. Also letztes Jahr April. Das heißt, jetzt in zwei, drei Monaten wird das wieder überprüft. Hast du denn Chancen, rauszukommen? Rauszukommen ist schwierig. Das ist, aber das zumindest weitere Chancen aufgemacht werden, dass es weitergehen kann. Was meinst du damit? Ja, es weitergehen kann, Orientierung nach draußen, beruflich, sowohl auch Kontakte auch wieder. Also, dass das alles ein bisschen gelockert wird und dass wieder Kontakte aufgebaut werden nach draußen. Was macht man denn mit dir den ganzen Tag und was machst du den ganzen Tag in der geschlossenen Psychiatrie? Das ist ein Tagesablauf, der fängt morgens, ja, wie soll man sagen, beim normalen Tagesablauf, dass man aufsteht und arbeiten geht oder Gespräche führt. Was arbeitest du denn da in der Klinik? Das ist Verpackungsarbeiten und Metallarbeiten. Also einfache. Und das so 8 Stunden am Tag? Nein, das sind 2,5 Stunden maximal. Ach so. Das ist sehr wenig, also kein geregelter Arbeitsablauf. Kriegst du da Geld für? Ja, das ist ein geringer Endlohn von maximal 1,20 Mark. Entschuldigung, 70 Cent. Ja, nur sind diese 2 Stunden dann ja schnell rum. Dann ist es immer noch später Vormittag erst. Was passiert in den Rest des Tages? Das gut deutsch gesagt, abhängen angesagt. Bis auf einmal die Woche Einzelgespräch und Therapiegespräch, also 2-mal im Monat. 2-mal im Monat nur. Ich habe so als Laie eigentlich die Vorstellung, dass man gerade in einer psychiatrischen Klinik sich jeden Tag mit den Leuten, mit den Patienten beschäftigt. Ja, natürlich vom Pflegepersonal. Na gut, vom Pflegen, ja. Ich meine, dass man auch Therapien macht, dass man halt den Patienten in den Mittelpunkt stellt und nicht, dass der Patient abhängen muss. Abhängen heißt, du sitzt einfach in deinem Zimmer. Ja, wenn man Tagesablauf sieht so aus, dass man nach Mittagessen Musik hören kann oder Fernsehen gucken kann und die Therapiegespräche einhalten muss, selbstverständlich, und dann sich selbst beschäftigen muss. Ne? Hast du ein Einzelzimmer, eine Einzelzelle oder wie man das nennt? Nein, das sind Zimmer, die an sich offen sind, aber natürlich der Ausgang aus dieser Station verschlossen ist. Ja, aber du schläfst alleine in einem Zimmer? Nein, mit einer weiteren Person. Ja. Was hat denn das jetzt für Spuren? Du wirkst ja nur wirklich völlig normal, man kann völlig gut und konzentriert auch mit dir reden. Was hat das für dich, wenn du das so beurteilst, für Spuren hinterlassen, dass du so viele Jahre jetzt in der Psychiatrie warst? Ja, für Spuren? Tja, Angst vor der Freiheit, würde ich sagen. Das ist Angst, wieder neu anzufangen. Jeder Arbeitgeber fragt, was hat man vorher gemacht, wo man anfangen möchte. Jeder Vermieter fragt, was hat man gemacht. Insofern ganz klar Angst. Ja, und ich glaube auch einfach Angst, sich draußen in der normalen Welt, das haben ja viele Knackis auch, die lange im Knast saßen, einfach wieder zurechtzufinden, ne? So im Alltag. Es verändert sich ja so viel. Weswegen ist deine Beurteilung letztes Jahr im April eigentlich ablehnend beurteilt worden? Ja, dass weiter geguckt werden muss, wie ich mit Lockerungen umgehe und ob ich tatsächlich mit Problemen richtig umgehe, also keine Delikte insofern, Straftaten. Also man ist da noch vorsichtig und skeptisch bei dir? Ja. Also ich muss dir sagen, dass mich das alles sehr erstaunt, was du da erzählst, dass man wegen einer solchen Sache so in eine solche Mühle reinkommt. Hast du das Gefühl, würdest du selbst sagen, du bist da zu Unrecht so reingekommen und haderst du mit den Behörden, mit dem Schicksal?
zu Unrecht reinkommen nicht. Mhm. Da sage ich, aber die Länge der Unterbringung mhm. ist zu Unrecht, denke ich. Mhm. Da ist, da ziehe ich den Unterschied. Ich mhm. denke, man sollte Vergleiche ziehen, was für eine Strafe man gemacht hat und in welchem Verhältnis eigentlich da steht, wie man sich verbessern kann. Du bist 29 Jahre alt? Ja. Wie sieht denn der Kontakt zu deiner Familie, den Eltern oder Freunden, Bekannten aus von früher? Gott sei Dank zur Familie noch gut, mhm. zu Freunden so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Nicht. Zu ein, zwei mhm. guten, wirklich sehr guten Freunden und dann ist mhm. auch Ende schon nicht. Aber Gott sei Dank zur Familie gut. Das heißt, deine Familie, deine Eltern können dich besuchen? Ja. Wie oft dürfen die dich besuchen kommen? Die können eigentlich täglich kommen, natürlich mhm. durch die normalen Umstände mhm. ist es nicht möglich, nicht. Das ist unmöglich für jemanden, jeden Tag in eine Klinik reinzufahren, mhm. der auch arbeiten geht, nicht. Mhm. Nun haben ja viele Leute, du hast es am Anfang gerade auch so ein bisschen angedeutet, viele Leute so die Vorstellung, Mensch, geschlossene Psychiatrie, da sind nur Menschen, die eine Klatsche haben oder die schwerst geistig irgendwie nicht mehr auf der Höhe sind. Wie ist denn das so mit den Leuten, mit denen du da zusammen bist? Sind die eher so drauf wie du oder gibt es da auch sehr schwere Fälle, wo du selbst sagst, nee, da kann man gar nicht mehr mit kommunizieren, das geht nicht? Ja, das ist so. Das ist durchaus also von Straftaten quer durch. Das ist von Kleinkriminalität unter Drogeneinfluss mhm. bis bis schwerere Kriminalität von Körperverletzungen und mhm. Körperverletzung, Mord und leider auch Sexualdelikten. Mhm. Sind denn nur Straftäter oder sind da auch, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Patienten? Nein, also auf der Station selber sind gar keine anderen Patienten. Ach so, das hatte ich jetzt nicht so eingeordnet. Ah ja. Mhm. Das sind nur Straftäter, mhm. ja. Frank, was bleibt mir zu wünschen? Dass du im April so beurteilt wirst, wie es dir gefällt, nämlich dass sich allmählich ein Weg nach außen bahnt. Ne, ja, das ist doch wahrscheinlich dein größter Wunsch auch, wenn du auch Angst hast davor. Ja, natürlich. Das ist meine Bitte an dich, Domian, vielleicht auch an die Mitzuhörer und Zuschauer, mhm. Dass da Verständnis aufgebracht wird, dass sie halt nicht nur Monster, mhm. nur Sexualstraftäter, die jedes Kind von der Straße weggreifen sind. Ich glaube, das Gespräch zwischen uns beiden war Beweis genug, nämlich wie du dich geäußert hast, dass man nicht denkt, dass da nur Monster sind, weiß Gott ja, nicht. Ja, das denke ich, das ist wichtig. Ne? Ja. Man soll den Leuten auch mal eine Chance geben, mhm. das ist wichtig. Das war auch dein Anliegen, weswegen du hier angerufen hast. Ne? Eben, ja. Sag mir noch zum Schluss, was du für einen Traum hast, was du gerne machen möchtest, wenn du rauskommst. Mein Traum, Amerika. Einmal nach Amerika. Na gut, das ist so eine Reise. Ich meine so beruflich, was du gerne machen möchtest. Beruflich, da würde ich gerne also in Richtung Elektriker, Fernsehmechaniker, Fernsehradiomechaniker. Ja. Also das wäre mein Wunsch. Das ist ein Hobby von mir, dass ich an Elektrogeräten teils mit Erfolg bastel. Das heißt, du kannst da aber in der Klinik eine solche Ausbildung nicht machen? Nein, in der Klinik gar nicht. Ja. Sehr schade eigentlich, ne? Ja, das ist im Gegensatz zu Justizvollzugsanstalten ein Unterschied. Mhm. Also die Teilsmöglichkeiten haben. Ja, ich wünsche eine Lockerung. Ja. Ich wünsche, dass es bald soweit ist, dass du rauskommst, einen Job kriegst als Elektriker und dass du irgendwann auch nach Amerika kommst, mal eine Reise nach Amerika machen kannst. Okay, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Frank, und dir auch alles Gute. Ja, und vielen Dank. Jo, tschüss. Sigrid, 36 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, Sigrid, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ich bin vorgestern vergewaltigt worden in der Arbeit. Vorgestern? Ja, beziehungsweise von Montag auf Dienstag. Deinem Arbeitsplatz? Was, erzähl es mal genau, was ist passiert? Also ich arbeite in der Spielhalle und das geht 6 Wochen. Und seit 6 Wochen arbeitest du da? Ja. Mhm. Und da war noch ein... Was genau? Was machst du da in der Spielhalle? Ich mach die Kasse. Mhm. Also... Geld wechseln mhm. und sowas. Mhm. Ja, und dann war noch ein guter Kunde drin, den ich kannte. Ich habe ihm gesagt, er soll kurz aufpassen, weil ich muss mal eben für kleine Mädchen. Mhm. Ja, und dann kam ich wieder raus. Er hat dann gesagt, ich gehe dann. Er hat mir aber nicht gesagt, dass noch jemand reinkam und nach oben ging. So, und den habe ich aber dann durch den Monitor, den wir unten stehen haben, also nicht gesehen. Spielhalle hat 2 Etagen.
Ja. In dem Fall war sie eigentlich ganz leer. Es war kaum einer da. Ja, und da hat irgendwie so gestanden, also dass die Kamera ihn nicht gesehen hatte. Also so gesehen im toten Winkel. Und der auf die Kasse aufgepasst hatte, der war schon gegangen. Ja, der hat gewartet, bis ich wieder kam, aber er hat mir nicht gesagt, also dass jemand reinkam. Verstehe, ja, ja. So, und dann habe ich dann die Kasse gemacht und dann kam er runtergeschlichen und hatte eine Mütze auf, also so eine Skimütze. Ja, und dann stand er auf einmal hinter mir. Sonst niemand in der Spielhalle? Gar keiner. Und wie viel Uhr war das? Nachts um 1 Uhr. Ich wollte gerade zumachen. Und dann? Beziehungsweise ich hatte die Türe schon zugeschlossen gehabt. Ja, und dann hat er mich also vergewaltigt. Er hat sofort Gewalt angewendet. Hat er irgendwas gesagt? Gar nichts, kein Ton. Ja, und dann hat er mich also in eine Toilette gesperrt, wo man also auch einen Schlüssel hat zum Aufschließen, weil ein Kunde dann einen Schlüssel kriegt. Und dann hat er mich also gefesselt und in eine Toilette eingesperrt. Ja, und mein Freund hat gewartet, weil ich kam normalerweise immer mit dem Taxi. Sigrid, hat er dich in der Spielhalle vergewaltigt oder dann auf der Toilette? Nein, in der Spielhalle. In der Spielhalle. Hast du während das passiert, hast du da geschrien? Ja, natürlich habe ich geschrien. Aber das hat keiner gehört, weil die Spielhalle liegt ein bisschen außerhalb. Hast du dich gewehrt irgendwie? Ja, natürlich. Es ist zum Vollzug gekommen, also es war eine regelrechte Vergewaltigung. Es ist alles passiert, was passiert in einem solchen Fall. Also zum Vollzug ist es so gesehen nicht direkt gekommen, also beinahe. Auf jeden Fall, das Schlimmste war für mich, also wo er mich auf der Toilette gezerrt hatte und mich da gefesselt hatte. Mein Freund, also ich habe das Telefon gehört und auch mein Handy, das lag ja alles draußen. Und wo ich mich da nicht gemeldet habe, hat wohl mein Freund an die Polizei angerufen und die sind dann gekommen. Ich konnte also nur mit dem Fuß gegen die Türe treten. Wie lange hast du da gelegen? Knapp 20 Minuten. 25 Minuten. Ging dann ja noch, ne? Gott sei Dank hat dein Freund, war der aktiv. Ja. So, dann kam die Polizei und hat dich gefunden und aus der Lage befreit. Ja. Hast du Anzeige erstattet? Ja, natürlich, ja. Gegen Unbekannt. Und dann hat er auch noch knapp so 550 Euro mitgenommen, ein Kleingeld. Was glaubst du, was war der Hauptgrund, dass er da geblieben ist? Wollte er die Kasse berauben oder ist er wegen dir da geblieben, Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt noch dran denke, dann fange ich schon an zu zittern. Er hatte eine Skimütze auf, sagst du? Also so, dass man nur die Augen sehen konnte? Ja. Das heißt, und ein bisschen den Mund. Bitte? Ein bisschen so den Mund hatte aufgehabt. Das heißt, die Chance, dass du ihn erkennen würdest an den Augen, ist relativ gering? Gar nicht. Ich möchte noch mal fragen, du hast gerade gesagt, es ist nicht direkt zum Vollzug gekommen. Das heißt, er hat seinen Penis bei dir nicht eingeführt. Das schon, aber so gesehen, also ich kann das so nicht beschreiben. Wie lange hat, sofern man das überhaupt in so einer schlimmen Situation noch in Erinnerung hat, wie lange hat dieses Drama für dich gedauert, das vergewaltigt werden? Für mich hat das Stunden gedauert. Jetzt war das erst vorgestern. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man da dass du da enorm unter Schock noch stehst. Stehe ich auch. Nur das Schlimmste ist, mein Freund, der ist gestern nach München geflogen, weil der arbeitet bei der Lufthansa. Und du bist ganz allein jetzt? Ja. Das Schlimmste ist, meine Eltern, die sind tot und ich habe keine Geschwister, also mit denen ich darüber reden kann. Du hast heute den ganzen Tag alleine verbracht quasi und... Ja, ich habe die Wohnung überhaupt nicht verlassen. Hat die Polizei dir denn nicht irgendeine Hilfe angeboten? Ja, bei dem Polizeipsychologe, der war heute noch da und hat gefragt. Und so wie es aussieht, würde ich wohl doch mal ins Krankenhaus gehen, weil zu Hause da drehe ich durch. Ja, das Schlimme ist, wenn du sagst, es ist wirklich niemand da, mit dem du reden kannst. Und das ist so wichtig, dass man nach einem solchen schweren Vorfall irgendwie einen Gesprächspartner hat, einen festen Gesprächspartner. Umso besser und gut, dass du heute Abend hier angerufen hast. Ich möchte gern, du weißt vielleicht, dass ich immer im Hintergrund Fachleute hier habe. Ich weiß, ich kenne deine Sendung. Ja, ich habe heute auch einen Kollegen hier.
den Johannes, ist ein neuer Kollege, ein Diplompsychologe. Ich möchte gerne, dass du mit dem jetzt weiterredest und dass der Johannes dir auch ein paar Ratschläge gibt, wie du in den nächsten Tagen dich verhalten sollst, damit du Hilfe bekommst, damit du einen festen Ansprechpartner hast. Ja, ich möchte auch noch über den Sender sagen, also die Frauen, die also nachts in der Spielhalle arbeiten, ist egal wo, die sollen aufpassen, weil der Typ ist noch nicht gefasst und so. Wo war das denn, in welcher Stadt? In Wuppertal. In Wuppertal, Die Polizei, also die Kripo, hat mir also gesagt, dass der Typ schon mal die Spielhalle überfallen hat. Und genau dieselbe durchgezogen hat wie bei mir. Und solange der noch nicht gefasst ist. Besteht natürlich große Gefahr für all die Frauen, die... Habt ihr in diesen Spielhallen nicht so Warnanlagen, so dass ihr irgendeinen Knopf habt, wo ihr drücken könnt, wenn irgendwas passiert? Doch schon. Unterm Tisch. Aber ich kann nicht da dran. Auf der Toilette haben wir sowas nicht, leider. Du musst ja auch in auf dieser Toilette Todesängste ausgestanden haben. Habe ich auch. Das kam mir vor, als ob das Stunden wären, wo die mich da rausgeholt haben. Nicht nur auf der Toilette, auch während der Vergewaltigung. Ja, ja. Ne? Hat er dir irgendwie gedroht? Hat er eine Pistole dabei? Ja, so eine kleine, so eine Mini-Pistole. Oder ob die echte oder was, ich weiß es nicht. Hat er dir diese Pistole während der Vergewaltigung irgendwie an den Kopf gehalten? Oder? Am Hals. An den Hals. Das ist ja wirklich der Horror, ne? Ja. Das ist der absolute Horror. Man denkt ja sekündlich, er drückt vielleicht ab, ne? Genau. Ja. Er hat aber nichts, die Stimme würdest du auch nicht wiedererkennen. Er hat nichts, gar nichts. Du weißt doch nicht, ob es ein Deutscher war oder ein Ausländer, weißt du nicht? Keine Ahnung. Er hat auch so nichts gesagt. Liebe Sigrid, gut, dass du angerufen hast. Vielleicht können wir dir wirklich ein bisschen weiterhelfen. Zumindest, dass du in den nächsten Tagen versorgt wirst und dass jemand sich um dich kümmert. Leg mal bitte auf und wir, das heißt Johannes, ruft dich gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Danke. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. Ursula, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ah, ich kann dich ganz schlecht hören. Ach, was meinst du, wie gut du mich gleich hörst? Ja, gut, dann werde ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Genau, das bitte ich. Ich freue mich überhaupt, deine Stimme zu hören. Ich habe es schon häufiger versucht, aber ich bin nie durchgekommen und heute hat es endlich geklappt. Das ist schön, freut mich auch. Um was geht es denn, Ursula? Und zwar geht es um den Anruf von gestern. Da hat ein Mann bei dir angerufen, Otto, ich glaube, der hieß Otto. Er wollte seine Jugendliebe wiedersehen. Er hat nach 41 Jahren hat er Kontakt wieder aufgenommen. Ganz genau. Genau. Der war 60 Jahre alt, in deinem Alter ungefähr. Ja, ja. Und du hast ihn darin bestärkt, dass das wohl ganz toll wäre und er soll das machen. Und ich kann nur das Gegenteil sagen. Also ich habe das auch erlebt. Ich habe auch meine Jugendliebe nach 30 Jahren wiedergesehen. Und der ist mir auch nie aus dem Kopf gegangen, obwohl ich inzwischen zweimal verheiratet war. Aber immer war dieser Mann in meinen Gedanken. Im Prinzip so, wie das Otto gestern auch erzählt hat. Ja, ja. Aber sehr liebevoll war der Gedanke an ihn. Ja. Und, vor fünf Jahren war ich in der Stadt, wo wir damals gelebt haben. Und dann kam mir plötzlich die Idee, ich gucke mal im Telefonbuch nach und habe ihn auch gefunden und habe ihn angerufen. Und die Freude war riesengroß auf beiden Seiten. Also er hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, mich an dem Tag auch noch zu sehen. Das haben wir auch gemacht. Und wir waren beide total enttäuscht voneinander. Und ich muss sagen, für mich ist das so, dass ich jetzt eigentlich ein bisschen darum trauere. Der war so sehr in meiner Erinnerung und ich habe ihn, also der hat mich eigentlich immer begleitet. Also du hättest lieber diese Illusion noch und das Bild, was du dir aufgebaut hast, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Ganz genau, er hatte sich vom Äußeren verändert, ich natürlich auch. Man wird ja nicht jünger. Und 30 Jahre, das ist also eine Menge Zeit. Und ich war total enttäuscht von ihm. Was war denn, abgesehen von dem Äußeren, was dich vielleicht enttäuscht hast? Auch sein Wesen war nicht mehr so. Ja, ja. Er war früher sehr aufgeschlossen und munter in seiner Art, wie er erzählt hat. Und er war jetzt sehr verhalten. Irgendwie fand ich, er war ein alter Mann in seinem Denken und auch in seinem Aussehen. Das heißt, ihr habt euch nur einmal getroffen und das war's dann? Nur einmal, ja. Meinst du, ihm ist es auch so gegangen? Ja, ich glaube schon. Ich bin nicht sicher. Er hat sich
Ich habe mich natürlich auch nicht dementsprechend geäußert, als wir uns gesehen haben. Ja, man spürt das aber vielleicht man schon, spürt ne? Das. Ja, ja, ja. Ja, man spürt das, ne? Und er hat sich dann auch, hat dann zwar gesagt, gib mir mal deine Telefonnummer, ich melde mich. Er hat sich nie wieder gemeldet und ich habe auch nie versucht, ihn zu erreichen, weil die Enttäuschung hat mir vollkommen die Illusion genommen von dieser wunderschönen Vergangenheit. Warst du mit ihm richtig oder längere Zeit sogar zusammen früher? Ja, fünf oder sechs Jahre. So lange? Ja. So lange? Ja. Und dann bin ich in eine andere Stadt gezogen und er hat dann auch eine Frau kennengelernt, hat geheiratet, ist aber inzwischen auch geschieden. Also wir waren beide frei, als wir uns jetzt getroffen haben, aber beide nicht auf Partnersuche. War einfach nur die Idee von mir, jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn zu sehen, jetzt versuchen. Ich glaube ja auch, dass man da generell gar nicht sagen kann, man soll das machen, man soll es nicht machen. Ich glaube, das ist in jedem Fall anders. Der Otto gestern war ja so wibbelig und ich denke, wenn er das jetzt nicht machen würde, dann wird er sich ein Leben lang noch Vorwürfe machen, hättest du doch damals nochmal zugegriffen. Ja, aber ich sehe das nun von einer anderen. Ja, du, das ist natürlich auch eine interessante Sichtweise, dass du sagst, ich hätte lieber die Illusion behalten und das schön mit mir so in meinem Herzen, in der Erinnerung so getragen. Ganz genau. Ne? Ja, es war also eine unheimlich schöne Erinnerung an ihn und es tut mir heute leid, dass die Erinnerung nicht mehr da ist. Wobei der Unterschied vielleicht besteht, dass der Otto mehr Sehnsucht hatte noch als du. Du hattest so nur diese Erinnerung. Und er war ja ganz, ganz heiß schon mittlerweile, wieder die Frau nochmal zu sehen. Ja, wahrscheinlich auch, weil er alleine ist jetzt. Genau, das, ja. Ja, aber trotzdem, also die Ernüchterung, weiß ich nicht, die Ernüchterung kommt. Also von deiner Seite aus, mit deinen Erfahrungen würdest du sagen, Vorsicht, lieber vielleicht nicht machen. Ja, obwohl, die Chance hätte ja auch bestanden, dass ihr euch noch immer toll gefunden hättet. Ne? Hätte ja auch sein können. Ja, mit den Erwartungen bin ich auch zu diesem Treffen hingegangen. Dann hättest du mich jetzt wie ein junges Mädchen angerufen und hättest gesagt, Mensch, Domian, ich bin wieder verliebt in meinen 62 Jahren. Hätte ja auch sein können. Ja, ja, aber leider war das nicht so. Also, aber nun kann man auch sagen, es ist nun mal so gekommen, wie es ist und dann muss man sich auch damit arrangieren. Ne? Ja, natürlich. Ja. Anders bleibt mir ja nichts übrig. Ne? Ich danke für den Anruf und für diese Geschichte und diese Sichtweise, was das Thema anbelangt. Ja, Ursula. Und ich war gestern vollkommen erstaunt darüber, dass du ihn so animiert hast. Mach das, mach das. Ohne den Hintergedanken, ihn auch davor zu warnen, dass es auch eine Enttäuschung sein könnte. Ja, das liegt so an meiner Mentalität. Ich denke dann immer, dann ist man eben enttäuscht und das ist die Realität. Und mit der Realität muss man sich eben abfinden. Das ist so meine Lebenshaltung. Aber ich meine, ich respektiere das auch, was du sagst, absolut. Ja. Liebe Ursula, alles Gute. Erfahrung macht klug. Ne? Ja. Ich wollte noch was anderes sagen. Bitte. Wogegen hast du diesen Hirsch ausgetauscht? Ha! Sehr schön. Das sieht ja aus wie ein Känguru mit einem abgebrochenen Schwanz. Sehr schön. Ich habe gleich ein bisschen Post für euch. Und einen Fax hat sich darauf auch bezogen. Ja. Ich stehe jetzt mal auf und zeige euch das, den Fernsehzuschauern, mal ein bisschen näher. Also den Radiohörern kann ich sagen, hier, wo ich jetzt stehe, steht eigentlich immer mein weißer Hirsch. Und es gab auch schon Anfragen, warum der weiße Hirsch nicht mehr da ist. Und er soll doch bitte wieder daherkommen. Kommt er auch. Dieses hier ist ein Geschenk von Hella von Sinn und Cornelia Scheel zu meinem Geburtstag. Ja. Und jetzt könnt ihr Fernsehzuschauer es vielleicht ein bisschen besser sehen. Es ist ein Hirsch oder ein Rentier, das steht, sieht so ein bisschen artifiziell aus und es hält ein Schild und darauf steht Deer Crossing. Meine Englischkenntnisse sagen mir, das heißt so viel wie hier kreuzt das Wild über die Straße oder so. Und das sieht doch sehr schrill aus. Und ja. Schrill ist es schon, aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit, das sieht aus wie ein Känguru. Von Weitem meint man nämlich, da wäre vorne in der Tasche ein Junges, das ist aber dieses Schild, was er hochhält. Ja. Und hinten fehlte mir nur der Schwanz. Ja. Also ihr seid ja aufgeklärt, was das ist. Ja. Heute bleibt es auch hier stehen, morgen kommt mein weißer Hirsch wieder dahin und dann bekommt hier das Känguru oder das Rentier einen anderen Ehrenplatz. Ja. Aber somit ist dieses auch aufgeklärt. Ja, das beruhigt mich. Liebe Ursula, alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, da kommen wir mal ein bisschen zu der besagten Post. Dieses nämlich wollte auch noch fragen, die treue TV-Seherin Monika aus Berlin, die hat auch gefragt, was da los ist hinten mit dem tanzenden Hirsch. Also dieses ist jetzt erklärt. Michael aus Eisenach, 33 Jahre alt, schreibt, Domian, du alter Schwede, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich sehr vermisst. Deine Sendung gehört für mich zur Nacht wie die Tagesschau zum Abend. Viele Grüße aus Eisenach.
Rainer aus Aschaffenburg, 39 Jahre, schreibt: Lieber Domian, ich kann deinem Anrufer von gestern nur beipflichten. Auch ich erlebe so viele Frauen, meistens sind sie über 35 Jahre alt, die eine dreckig-erotische Sprache drauf haben. Sie schleudern einem Schweinereien um die Ohren und meinen dadurch interessant zu wirken. Mich turnt das auch ab. Ich stehe nicht auf Schlampen, sondern auf gute Frauen. Und da kommt ja noch eine Frage aus Lauterbach. Monika aus Lauterbach schreibt: Lieber Domian, ich habe eine Frage an dich. Wie kommst du mit dem Euro klar? Das ist eine gute Frage, die uns ja alle beschäftigt. Wie kommen wir mit dem Euro klar? Also mit den Scheinen komme ich mittlerweile ziemlich gut klar. Ich komme nicht gut klar mit den Münzen. Die sehen ja alle so gleich aus. Wenn man sich, ich muss mal gucken, ich habe immer so ein paar in der Tasche. Ja, so ein paar sind auch wieder hier. Ja, dieses 1-Euro-Stück und 2-Euro-Stück ist ja okay. Aber man kann nicht gut unterscheiden, das 50-Cent-Stück und 20-Cent-Stück, womit ich bei dem anderen Aspekt bin. Ich als Anglizismen-Hasser ärgere mich unglaublich, dass man uns, darüber wurde damals gar nicht groß geredet, dieses Wort Cent untergejubelt hat. Euro ist ein schöner Name und das sagt ja auch viel aus über die Währung. Aber warum muss ich als Deutscher nun Cent sagen? Und aus Protest sage ich nicht Cent, sondern Cent. Und die Franzosen machen das ja auch. Die sagen einfach Centime weiter. Man hätte doch wirklich ein Wort finden können, einen Begriff, der neutral ist, vielleicht aus der lateinischen Sprache und der einfach ist für alle auszusprechen. Ich habe es schon bemerkt bei älteren Leuten, die fragen, wie spricht man das denn jetzt aus? Cent oder Cent? Also Leute, sagt Cent oder sagt ganz einfach Pfennig weiter. Ging ja vielleicht auch. So, 1.31 Uhr und 40 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. Und 38 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Morgen haben wir ein Thema. Die ganze Sendung über heißt das Thema Ich hatte einen Filmriss. Und ich möchte mich mit euch über Situationen unterhalten, von denen ihr im Nachhinein sagt, ich hatte da einen Filmriss. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Irgendetwas ist mit mir geschehen. Ich bin da und da wieder aufgewacht oder ich bin dort hingekommen und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Das ist das Thema morgen. Ich hatte einen Filmriss. Stefanie ist dran. Stefanie ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen. Hallo Stefanie, was ist dein Thema? Ja, meine beste Freundin ist mit meiner Lebenspartnerin im Bett gestiegen. Also du bist lesbisch? Ja. Du bist mit einer Frau zusammen? Ja. Wie lange bist du mit ihr zusammen schon? Seit 1,5 Jahren. Immerhin. Oder waren zusammen, sagen wir mal so. Ja, und deine beste Freundin ist mit deiner Geliebten ins Bett gestiegen? Genau so. Hört sich zwar doof an, aber ist so. No, es hört sich nicht doof an, es hört sich so an, wie man so oft solche Geschichten hört. Ja, ich bin zu meinen Eltern gefahren und meine beste Freundin hatte hier bei mir geschlafen, weil sie eben geschlagen wurde. Mhm. Und da habe ich gesagt, wegen Kindes eben, habe ich gesagt, komm, bleib hier. Mhm. Ja, und ich bin dann zu meinen Eltern hingegangen und dann bin ich meine Tochter im Krankenhaus besuchen gegangen. Und dann kam ich nach Hause. Ja, und dann habe ich sie beide da gesehen. In Aktion quasi? Genau. Rumknutschen, rumfummeln. Die haben auch nicht gehört, wie ich nach Hause kam. Mhm. Wie weit war es schon gegangen? Lagen die nackt nebeneinander? Nackt, ja. Nackt. Splitterfasernackt. Ja. So, jetzt liegen die beiden Mädels da splitterfasernackt und knutschen. Und ja, knutschen, fummeln, haben sich eben
da unten geleckt. Ach so, so, also richtig volle Kanne, ja. Dass du da reinkommst. Ja, und... So, und da stehst du in der Tür und dich trifft der Schlag. Ja, was hast du denn gesagt? Was hast du gesagt in dem Moment? Ich konnte im Moment nichts sagen. Ich habe nur gesagt, was soll diese Aktion hier? Mhm. Ich dachte echt, versteckte Kamera oder sonst was, keine Ahnung. Also ja. So ist versteckte Kamera ja nur nicht. Naja. Ja, und dann sagte meine Freundin nur, ja, das ist ja nicht so, wie es nach aussieht. Ich erkläre dir alles wahrscheinlich, ne? Sowas in der Art, ja, genau. So ein Schrott. Ja, und ich dachte, ich bin im falschen Film. Und da habe ich gesagt, zieht euch an und raus. Mhm. Einfach raus. Mhm. Sind die dann rausgegangen? Sofort? Ja, meine beste Freundin, wo ich dachte, ist meine beste Freundin, die wollte mich beruhigen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee. Weil ich war auf 180. Mhm. Ich hatte, glaube ich, alle beide angeklatscht. Ne? Ja. Also es gab kein großes Gespräch, keine Diskussion. Die haben sich angezogen, die Mädels, und sind abgehauen. Ja. Wie lange liegt dieser Vorfall jetzt zurück? 4 Tage. 4 Tage. Hast du nach dem Schluss gemacht mit deiner Freundin? Nee, ich habe mich einfach nicht gemeldet. Ich habe gesagt, ich will erstmal meine Ruhe haben. Mhm. Und sie hat sich bei dir auch nicht gemeldet? Mhm, doch, gestern. Und was sagt sie? Wie toll es denn mit der Freundin denn war. Wie, sie sagt zu dir, dass es toll war mit der Freundin? Ja, genau, dass sie von ihr geträumt hat und es wäre ja toll gewesen. Aber sie liebt mich ja noch. Achso, sie sagt gar nicht großartig, es tut mir leid und mich hat ja irgendwas übermannt, überfraut. Sie sagt sogar, es war toll mit der. Genau. Bist du sicher, dass es das erste Mal war oder ist da schon längere Zeit was gelaufen? Das weiß ich nicht. Das ist ja noch ein schlimmerer Gedanke. Das habe ich ja schon mal gefragt, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin im Moment am ganzen Körper am Zittern. Mhm. Mein Herz, das ist auf 180, mhm, weil ich erstens nervös, aufgeregt bin und klar. Wut. Ne? Und die beste Freundin hat sich auch nicht gemeldet? Nö. Gar nicht? Bis jetzt noch nicht. Das heißt, da ist ein ganz großer Vertrauensriss entstanden zu zwei ganz wichtigen Personen, zu deiner Geliebten und zu deiner besten Freundin. Genau. Na, was kann einem Schlimmeres passieren in menschlicher... Ich hatte nur heute dann einen Brief gekriegt, also einen Briefkasten. Ich habe da meine Tochter heute vom Krankenhaus abgeholt, also sprich gestern vom Krankenhaus abgeholt. Und dann hatte ich Post in den Briefkasten gehabt von ihr und es tut ihr leid, aber ich glaube das nicht. Von der besten Freundin oder von der Geliebten? Es tut ihr leid. Von meiner besten Freundin. Mhm. Ja. Also ich finde jetzt erstmal, würde ich jetzt so erstmal spontan sagen, wichtig ist zu klären, was mit der Beziehung ist. Ich kann mit keiner eine Beziehung anfangen oder ich liebe sie. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Ich würde ja auch noch sagen, Stefanie, nun gut, so ist vielleicht einmal mal passiert. Es ist alles schlimm und so. Man könnte das ja wieder hinbiegen. Mich macht es ein bisschen stutzig, dass deine Freundin sich gar nicht groß entschuldigt hat, dass sie sogar dir erzählt, wie toll das war mit der. Ja, sicher. Wie lief das denn mit euch beiden in den letzten Monaten so? War das gut? Alles super. War es geil? War es gut im Bett auch? Alles hat gestimmt. Wir hatten uns über alles unterhalten. Sie kam gut mit der Kleinen aus. Also du bist alleinerziehende Mutter, müssen wir dann dazu sagen. Mhm. Ja, und ich bin erstmal froh gewesen, dass er sich mit meiner Tochter verstanden hat, weil meine Kurz ist mir so wichtig. Mhm. Mhm. Ja. Nun gab es bestimmt in der Vergangenheit auch immer wieder mal so Treffen zwischen euch dreien und mit euch dreien. Gar nichts. Ja, gar nichts. Ich habe meine beste Freundin, hatte ich lange Zeit keinen Kontakt gehabt, weil sie hat dann ein Kind bekommen und naja, ihr Freund wollte das so nicht, weil er ist Ausländer. Mhm. Das heißt, die beste Freundin ist nicht rein lesbisch? Nee, gar nichts. Eigentlich gar nichts? Nee. Hatte bisher auch keine Erfahrung mit Frauen? Sie wollte es mit mir versuchen, sage ich mal so. Mhm. Aber das liegt schon ziemlich weit zurück. Umso erstaunlicher ist das ja, ne? Dass es dann gerade mit den beiden gefunkt hat. Ja. Mhm. Und da war ich schon ziemlich sauer. Mhm. Also mehr als sauer, traurig, enttäuscht, alles. Also es gab nie ein Zusammentreffen zwischen euch dreien mal? Gar nichts. Und wie haben die sich überhaupt kennengelernt? Ja, meine beste Freundin, die hat ja, wie ich ja sagte, hier gewohnt. Mhm. Und meine Freundin, die wollte mich dann, also meine Lebenspartnerin, die wollte mich besuchen. Ich wusste es aber nicht. Mhm. Hab mein Telefon und alles Handy habe ich zu Hause gelassen, weil ich einfach ein bisschen Ruhe brauchte. Mhm.
Aber und, also das habe ich gerade schon so verstanden. Mich wundert nur, dass das dann so schnell ging, ne? Offensichtlich. Und so schnell im Bett landete. Ja, hinterher habe ich gewusst, warum. Sie haben sich da Sekt und ich weiß, wie Sekt bei meiner Freundin auswirkt. Mhm. Und bei meiner besten Freundin und bei meiner Lebenspartnerin. Mhm. So, die waren also auch ein bisschen angezwischert, die Mädels. Genau. Aber es ist ja keine Entschuldigung. Nee, es ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Und vielleicht wäre es doch ein vielleicht ist es doch eine Entschuldigung. Aber wichtig ist, dass du mit deiner Freundin, ich meine mit deiner Lebensgefährtin, mit deiner Geliebten, doch redest, Stefanie. Um einfach abzuklären, wie ihr Gefühl zu dir ist und welche Perspektive sie sieht für euch. Und ich hab's ihr auch die Gelegenheit zu geben, sich doch dann vielleicht mal zu entschuldigen, wenn sie es jetzt schon nicht getan hat. Ja, ich hab sie ja gestern gefragt, dann meinst du, was fühlst du eigentlich noch für mich oder was empfindest du, liebst du mich eigentlich? Ja, ich liebe dich. Ja, und dann fängst du dann wieder an, wie toll das denn mit der... Ja, das ist für dich unglaublich. Ja, ich kann es nicht verstehen, wenn sie mich so liebt, ja, dann fange ich doch nicht da an. Mhm. So, ne, wie toll das gewesen ist. Also du bist jetzt verständlicherweise sehr verletzt. Es ist ja auch noch alles so frisch. Dann warte doch ruhig mal noch ein bisschen ab, eine Woche oder so, bis du dich ein klein wenig beruhigt hast. Und dann musst du dich aber dem auch, finde ich, stellen und dich auseinandersetzen und dich mit ihr treffen. Und wenn sie das nochmal so klar sagt oder so verletzend für dich sagt, ist das ja auch eine Aussage. Ja, Entschuldigung, die Unterbrechung, aber es ist ja schön und gut, dass wir uns dann treffen, aber sie weiß ganz genau, dass ich sie liebe. Mhm. Und wenn ich sie dann sehe, dann verzeihe ich ihr, dann schmelze ich da so hin. Mhm. Weil. Aber würdest du, vielleicht hätte es aber auch eine Wirkung bei dir, wenn sie sich doch in einer Art und Weise äußert, die eigentlich sehr verletzend für dich ist. Es ist schon verletzend, was sie auch die Aussage. So, und das, wenn sie das nochmal wiederholt, hat das ja auch vielleicht, also auf weite Sicht gesehen, eine heilsame Wirkung bei dir. Nämlich, dass du, was ich gerade auch sagte im Gespräch mit Ursula, dass du einfach die Realität vor Augen kriegst. Ja. Anders geht's ja nicht, Stefanie. Du kannst dich ja jetzt nicht zurückziehen und... Nee, das mache ich auch gar nicht. Ich möchte mich ja mit ihr auch treffen, aber ich kann es jetzt nicht. Dann warte noch ein bisschen ab und sei aber auch wirklich sehr streng mit ihr und frage sie auch ganz, ganz eindeutig, was es soll, welche Gefühle sie für dich hat und was sie vor allen Dingen für die Zukunft sieht, für euch beide. Ich hatte zwar mit meinen Eltern auch drüber gesprochen, und weil die wissen ja, dass wir zusammen sind. Mhm. Und die haben gesagt, dann, wo ich jetzt noch die Wut im Bauch habe, soll ich mich jetzt treffen, weil dann werde ich nicht so schnell weich, als wenn ich jetzt ein paar Tage jetzt warte. Mhm. Aber wenn man in der Wut tut man oft Sachen, die vielleicht gar nicht gut sind. Deswegen ist so ein bisschen Beruhigen gar nicht schlecht. Mach das mal so ganz nach deinem Gefühl. Wenn du dich noch zu aufgewühlt fühlst, warte noch 2-3 Tage. Das ist auch völlig egal jetzt, finde ich. Aber lass dich auch nicht für dumm verkaufen. Solche Antworten, ich liebe dich, aber es war super toll mit der anderen, die war super geil und so, das ist es nicht. So geht man nicht mit einem Menschen um, den man liebt. Dem sagt man das nicht. Das war schon scheiße, entschuldige, wenn ich das so krass sage, dass sie dir am Telefon das so erzählt hat. Eigentlich, wenn sie dich wirklich lieb hat, hätte sie sagen müssen, Mensch, Stefanie, es ist nun mal richtig blöd gelaufen. Ich war ein bisschen angeschwipst, ich fand die irgendwie scharf. Aber es tut mir wirklich von Herzen leid und ich möchte, dass wir zusammen sind und ich habe dich wirklich lieb. Das wäre eine ordentliche Aussage gewesen von ihr. Auf jeden Fall. Ja. Erklären Sie ihr das dann mal. Sie ruft ja, wenn sie anrufen würde, würde ich es gerne machen. Stefanie, warte mal, hör mal so ein bisschen in dich rein, warte, bis du relativ stabil bist und dann Fossil reintreffen. Ja. Ja? Mann, du Arme. Ach, meine Tochter, die bringt mich schon wieder hoch. Wie alt ist die Tochter? 3 Jahre. 3 Jahre. Wie heißt sie? Angelique Jacqueline. Angelique Jacqueline. Ja. Was für ein schöner Name. Ja. Alles Gute, Stefanie. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Frank ist 42 Jahre alt und jetzt bei mir. Hallo, Jörg. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ich wollte mit dir reden über HIV und auch Partnerschaft. Ja. Ich bin 42, mit meiner Lebensgefährtin seit 1990 zusammen und sie ist HIV-positiv. Von Anfang an hat sie mir schon vom ersten Tag unseres Kennenlernens gesagt. Woher hat sie es? Wie hat sie es? Früheres Junkie-Leben, angesteckt von ihrem früheren Lebensgefährten, der ist
verstorben, 89. Mhm. Und sie hat dann eben beim Test erfahren, 89 eben, dass sie HIV-positiv ist. Und 96 ist dann die Krankheit erst einmal ausgebrochen. Mhm. Wir haben so alle Facetten durch, die man sich vorstellen kann. Ich von 0T4-Zellen über Kliniken, halbjährliche Aufenthalte, PCP, also Lungenentzündung, hier diese HIV-Form, und Schlaganfälle, Gehirnentzündung, ein portables System hat sie eingebaut bekommen, dass ich sie ernähren konnte damals bei der zentrale Venenkatheter, das war bloß in Übergangsweise, und alle möglichen Medikationen. Wie geht es ihr denn aktuell jetzt im Moment? Sie ist eigentlich Stufe Pflege, Stufe 3, nicht? Und ich habe sie aber zu Hause, sie ist so weit, dass sie jetzt Ergotherapien bekommt, eben nach den Schlaganfällen, die liegen schon zurück, zwei was, Jahre. Was genau bedeutet das, Pflegestufe 3? Was musst du? Na, Pflegestufe 3 heißt, dass sie eben grundlegend gepflegt wird, körperlich, also körperliche Pflege, häusliche Pflege. Und ich sollte sie damals, als ich sie aus dem Klinikum holte, sollte ich sie in ein Heim geben, hieß es, weil sie konnte damals auch nicht mehr laufen, wog 42 Kilo, ist 1,65 Meter groß. Und ich... ist sie denn ständig bettlägerig? Nein, das jetzt nicht mehr. Sie kann durch den Schlaganfall auf einer Seite nicht sehen. Also der Schlaganfall ist ja überkreuzt dann. Sie hat dann eine Seite Sehbehinderung und bekommt darum auch Ergotherapien, um sich eben halbwegs normal bewegen zu können wieder. Mhm. Und kämpft auch stark mit und macht auch Logopädie, also Lesen und Schreiben lernen wieder. Mhm. Konnte auch gar nicht mehr sprechen damals. Deine Freundin ist, deine Partnerin ist wie alt? Du bist 42? 36 Jahre. 36 Jahre. Ja, ja. Hör doch mit, die sitzt neben mir, ich habe den Lautsprecher angefunden. Ah ja, wie heißt sie mit Vornamen? Das ist die Michaela. Die Michaela, hallo Michaela. Ja, also sie sitzt hier, die beschäftigt sich gerade ein bisschen mit Lesen und Schreiben. Das ist eben alles ein schwieriges Problem. Ich rufe eigentlich mehr oder weniger nur an, weil ich weiß, durch die ganze Klinikaufenthalte von ihr, es gibt viele Paare, denen es ähnlich geht, wo ein Partner HIV-positiv ist, einer nicht. Mhm. Und darüber wird nicht gesprochen. Lass mich mal fragen, Frank. Du hast es ja nun gerade auch schon erzählt, wie dramatisch es auch war, als die Krankheit ausgebrochen ist. Ihr seid 12 Jahre zusammen und sie hatte vorher dich ja informiert darüber, ich bin HIV-positiv. Am ersten Abend unseres Kennenlernens. Und das hat dich damals aber auch nicht davon abgehalten, dich weiter auf die Frau einzulassen. Nein, keinesfalls. Sie war eine intelligente, attraktive Erscheinung und das blieb auch weiterhin so. Also nicht nur für einen Abend dann. Ja, hast du im Laufe der Zeit denn Angst gehabt, dass du dich auch infizierst? Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht warum. Ich hatte mich vorher mit dem Thema eigentlich schon viel befasst und war da nicht so ängstlich, weil wir hatten Sex oder haben Sex auch, wie gesagt, immer nur mit Kondomen gehabt, nicht sowieso. Und das ist auch wohl der verlässlichste Schutz. Man wusste ja eben Anfang der 90er oder in den 80er nicht, gibt es noch einen anderen Übertragungsweg durch Speichel, durch, wurde ja viel gesagt, niemand wusste was. Ja. Mittlerweile hat sich ja dann so das herausgestellt, dass es wirklich wohl der Übertragungsweg eben nur durch Blut oder Samen ist, nicht mehr oder weniger. Und gut, dann kann man sich ja, wenn alles noch so relativ im Lot ist, damit arrangieren. Als dann aber die Krankheit ausgebrochen ist, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Ausbruch und die damit verbundenen Schwierigkeiten eine Beziehung auch sehr belastet. War das bei euch so? Nein, ich hatte ihr das versprochen von Anfang an, dass wenn es soweit kommen wird, ich bin auch keiner, der vor was wegrennt. Und gut, das kann man vorher sagen. Wie hart es dann werden würde, wusste ich auch nicht. Und als es dann soweit war, da wollte sie auch gar nicht mehr eigentlich. Sie wollte dann 96 in keine Klinik. Sie war im Frühjahr, wir kamen von einer Übergereise wieder, und da brach bei ihr schon unterwegs schon im Flieger, also auf der Rücktour, diese PCP aus mit über 40 Fieber. Und wir kamen dann gerade noch nach Hause, da wurde sie in die Klinik eingeliefert, wurde dann wieder so weit hergestellt, dass wir noch einen Sommerurlaub gemacht haben, eine Woche 96 lang, so im nordischen Bereich, Norwegen oben, kam dann zurück. Und dann ging es nur noch bergab, ihr fielen die Haare aus, sie wollte aber in keine Klinik, kein Klinikum, sie sagt, sie möchte dann sterben, ließ noch Verwandte zu Besuch kommen, die sie noch besuchten bei uns zu Hause, wollte sich praktisch verabschieden, und als es dann nicht mehr ging, im September 96, sie wog dann auch 43 Kilo, dann sagte der Hausarzt zu mir, entweder jetzt oder es gar nicht mehr. Und dann bekam ich sie soweit, konnte sie ins Uniklinikum Münster bringen lassen. Also kann die Michaela von ganz großem Glück reden, dass sie dich hat? Ja, das sagen viele, aber wenn der Proband, sagt man so dazu, selber nicht will, geht nichts. Ist klar. Ja, sie aber kam dann damit 0 T4 rein. Sie war nicht mehr messbar. Also es waren keine T4,
kennt sich ja auch ein bisschen aus mit dem Medizin. Es waren keine Helferzellen mehr messbar. Ja, dennoch ist es natürlich ungeheuer hilfreich, wenn man einen Menschen zur Seite hat. Ja, ich bin auch jeden Tag gefahren zum Krankenhaus, nicht? Jeden Tag, also die ersten... Gab es Momente mal für dich, Frank, wo du auch selbst das Gefühl hattest, ich kann selbst jetzt auch nicht mehr? Die gab es von meiner Psyche her vielleicht, dass ich gesagt habe, das mit anzusehen, auch nach den Hirnentzündungen, nach den Schlaganfällen, wie sie dann da lag. Und ich fütterte sie mit einer Pizza. Die holte ich vom Italiener in der Nähe des Klinikums. Sie wollte unbedingt Pizza essen. Sie konnte das Wort so gerade noch so definieren. Und ich fütterte sie, sie guckte mich mit großen Kinderaugen an und sagte dann zu mir, du, weißt du, mein Freund kommt auch gleich. Sie konnte mich nicht mehr wahrnehmen, aufgrund dieses gesamten HIV-Zustandes, der Entzündung und alles. Es war dramatisch in dem Sinne. Also umso mehr muss ich auch sagen, Respekt, dass du so zu deiner Freundin hältst, zu deiner Partnerin, deiner Frau. Ja, wenn man nach dieser... Das ist nicht üblich, ne? Ja, wenn man so lange Zeit zusammen ist, weißt du, und man will dann weglaufen, dann zerstört man zwei Leben. Sein eigenes, man kann nicht mehr in den Spiegel gucken, früh und abends und überhaupt nicht mehr. Und denjenigen sind so, du weißt, wie viele HIV-Leute vor sich hin vegetieren, die den Ausbruch haben. Und aber Frank, genieße und nimm das Lob ruhig an. Es gibt nicht so viele Leute wie du, die so drauf sind wie du. Und so schöner ist es. Du musst ja da auch gar nichts drauf sagen. Ich kenne einige, zum Beispiel in der schwulen Szene, Männerpaare, die ähnlich oder noch besser sogar, also was hätte ich das kann, oder besser, schlechter kann ich nicht beurteilen, aber die knallhart zusammenhalten. Da gibt es viele, hier auch von der Hilfe Dortmund vor allen Dingen, das ist sagenhaft, da gibt es viele Männerpaare, also das ist wirklich also unwahrscheinlich im Gegensatz zu Heterosexuellen, wo es doch viele Absprünge gibt. Aber weißt du, ich höre ja auch immer wieder diese traurigen Geschichten hier in der Sendung, wo die Leute, wenn sie krank werden oder schwer krank werden, eben von ihren Partnern verlassen werden oder alleine gelassen werden. Ja, und darum wollte ich den Darum rufe ich eigentlich bei dir an. Der Hauptgrund ist, Leuten, denen es ähnlich geht, denen möchte ich nur ein bisschen Mut machen, dass sie durchaus, es gibt immer einen Weg, es gibt auch Lebensqualität noch. Meine Lebensgefährtin sitzt hier, sie hört das zu, die hat auch noch Lebensqualität. Das ist nicht mehr, sie hat 500 T4-Zellen wieder, sie kriegt ständig andere Medikationen, sie kann auch normales essen, sie hat zwar ein portables System drin, zwischen der Brust ist ein implantiertes System. Das heißt, dass ein Titanport. Dass da was eingeführt wird. Ja, da kannst du von außen eine Nadel einstechen. Ja, genau. Also Titan mit Silikoneinlage. Würdest du denn sagen, würdet ihr sagen, dass trotz aller Schwierigkeiten, aller Dramatik, es schon ein bisschen stabil ist im Moment und sich sogar ein bisschen nach oben entwickelt? Ja, es ist so ein Positives. Aufgrund dieser sagenhaften Medikamente, die entwickelt worden sind. Also das ist durchaus im Augenblick zum Positiven. Und das heißt, der Zustand ist hoffnungsvoll im Moment. Soll ich sie dir mal geben kurz? Kann sie so reden? Ja, warte. Ja, aber sehr gerne, na klar. Warte mal einen Augenblick. Ja. Ja. Hallo, Michaela. Ja. Das ist ja schön. Ich dachte gar nicht, dass wir miteinander reden können, sonst hätte ich das schon vorher mal gefragt, den Frank. Wie geht's dir denn im Moment? Wie fühlst du dich denn? Naja, mal gut, mal ein bisschen besser, mal gar nicht. Immerhin. Also es geht so. Ja. Wie gesagt, wie man sich fühlt. Ja, aber wahrscheinlich gegenüber dem, was du schon hinter dir hast, schon ganz gut, ne? Ja, ich konnte... Im Vergleich zu... Ich konnte auch sogar auch nicht mehr sprechen und es ging auch alles nicht mehr. Das habe ich ja gerade schon zu dem Frank gesagt und habe ihn sehr gelobt, was für ein toller Typ er ist. Wie siehst du denn den Mann an deiner Seite? Ja, ich finde das ganz toll. Ich hätte das nie gedacht, dass jemand so mich pflegt und ich, für mich da ist. Ich glaube, gerade Michaela, bei dieser Krankheit. Ich glaube, Michaela, das ist der tollste und größte Liebesbeweis, den ein Mensch dem anderen Menschen überhaupt erbringen kann. So zueinander zu stehen, wenn so schwere Zeiten da sind. Und das ist ein ganz großes Glück, was du da hast. Ja. Ein ganz großes Glück. Und bestimmt gibt dir das auch sehr viel Kraft, ne? Weiterzumachen und... Ja, auf jeden Fall. ...nach vorne zu gucken. Ja. Wie sehen denn die Therapien bei dir jetzt weiter aus, die nächste Zeit? Ja, ich versuche so gut wie möglich mich zu beschäftigen, also dass ich nicht immer ständig daran denke, was ich habe. Und weil wenn man jetzt nur ständig daran denken täte, dann will man aufhören zu leben. Ja. Also beschäftige ich mich so, ich zeichne oder
Jetzt bin ich noch da gerade dabei, dass ich auch ein bisschen besser schreiben und lesen kann. Also ist was alles ich ja gar nicht mehr konnte. Alles mühsam, ne? Nach dem Schlaganfall, das dann wieder zu lernen auch. Ja, das ist wirklich sehr schwer. Ja. Liebe Michaela, schön, dass wir noch ein paar Worte haben reden können. Ich wünsche dir von ganzem Herzen gute Besserung. Mhm. Und toi, 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 dass es weiter bergauf geht. Und gib mir ganz kurz nochmal den Frank. Ja, hallo Domian. Frank, ich freue mich, dass ich Michaela kurz habe sprechen können. Finde ich auch toll. Nochmal Kompliment an dich und euch beiden wirklich jetzt für die Zukunft alles Gute. Ja, ich danke dir, nicht? Mach's gut, Frank. Tschüssi. Tschüss. Aline habe ich hier. Aline? Ja, hallo. Aline, ist es richtig? Aline, ja. Aline, 20 Jahre alt. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe einen kleinen Sohn. Wie alt ist der? Der ist 1,5. Mhm. Und der Vater hat die Vaterschaft angezweifelt und hat sich darum auch die ganze Zeit nicht ums Kind gekümmert, hat mich auch so weit in Ruhe gelassen. Mhm. Dann hat er einen Vaterschaftstest machen lassen. Mhm. Und er ist jetzt vor einer Woche rausgekommen, dass er der Vater ist. Mhm. Und jetzt macht er ziemlichen Stress mir gegenüber wieder und will das Kind haben. Aha, also vorher hat er sich gar nicht drum gekümmert und jetzt Nein, plötzlich... Nein, das Kind nicht. Was heißt denn Stress? Macht er dir wirklich Druck? Wird es schon, er droht er lauert mir auf, er beobachtet mich, alles Mögliche. Mhm. Redest du überhaupt noch mit ihm? Ich habe versucht eine Zeit lang, weil ich habe gedacht, das Kind braucht den Vater und ich habe versucht, den Kontakt so aufzubauen, dass er den Lütten mal sieht oder so. Mhm. Und dann war mal vielleicht so 2-3 Tage Interesse und dann war wieder, nee, ich will nicht und so. Und aber das war noch vor dem Vaterschaftstest? Das war noch vor dem Vaterschaftstest, Habt ihr denn versucht, jetzt, nachdem alles klar ist und der junge Mann sein Interesse bekundet, habt ihr da denn mal versucht, miteinander zu reden? Ja, wir haben es versucht, aber er hatte mir nur Morddrohungen gemacht und alles Mögliche und dann habe ich es aufgegeben. Mhm. Also... ich weiß auch nicht. Er ist sehr gewalttätig. Ich habe Angst um mein Kind. Mhm. Also ich habe wirklich Angst, weil er hat nach der Entbindung auch gesagt, das Kind ist noch keine 24 Stunden alt, ich kann es ja noch umbringen. Es kriegt ja noch nicht mal eine Beerdigung. Mhm. Und all so eine Sachen. Und ich habe Angst um mein Kind. Warst du eigentlich sehr daran interessiert, dass nachgewiesen wurde, dass er der Vater ist? Ich wusste es ja. Du wusstest das. Warum warst du so interessiert, dass es dann auch halt schwarz auf weiß belegt wurde? Warum? Er hat gesagt, dass ich ihn nur betrogen habe und so. Er war das. Und dann, er hat zuerst die Vaterschaft anerkannt und dann eben halt doch gezweifelt und hat den Vaterschaftstest gemacht. Warst du mit ihm lange zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? War mein erster Freund. Das ist eine lange Zeit. Hast du ihn in diesen 3 Jahren auch so erlebt? Gewalttätig? Ja, er hat mich vergewaltigt, er hat mich geschlagen bis zur Bewusstlosigkeit. Mhm. Ja, bloß ich kam nicht von ihm los, weil es mein erster Freund war. Ne? Mhm. Ja. Was denkst du denn jetzt, wie du dich weiter verhalten wirst oder willst? Ich weiß es nicht, ich habe das Jugendamt eingeschaltet, von mir muss auch Abstand halten. Mhm. Und ich hoffe, dass er das Kind nicht alleine mitkriegt. Nicht alleine mitkriegt heißt, dass du dich aber darauf einlassen würdest, okay, er kann kommen zu dir. Nein, ich möchte gerne, dass das Jugendamt dann dabei ist. Ach so. dass er das Kind dann sieht. Ja. Also ich schaffe es nicht, ich schaffe es psychisch nicht. Sind die vom Jugendamt, hast du das Gefühl, dass die dir behilflich sind und dass die das dann auch so regeln und organisieren werden? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich weiß es nicht. Dafür kenne ich die, ich kenne die von ein einziges Gespräch, weil ich mich schon eben dafür eingesetzt habe, nicht, dass erst alles kommt, wenn der Vaterschaftstest eben durch ist und so. Ja. Aber du lebst unter oder in permanenter Angst, dass er irgendwie... weil ich mache auch noch Abendabi und er lauert mir da auf und so. Und das ist dann auch so, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, weil ich eben halt Angst habe. Ich habe Angst. Er tritt mir die Tür ein, alles Mögliche. Also... gut ist, finde ich, dass du auf jeden Fall den Kontakt zum Jugendamt schon mal gesucht hast und dass du da einen Ansprechpartner hast. Was man da jetzt noch im Einzelnen vielleicht dir raten könnte oder wie man dir noch helfen könnte, möchte ich dich bitten, weil unsere Sendung gleich vorbei ist, mal aufzulegen und wir rufen dich gleich nach 2 Uhr nochmal an. Vielleicht zusammen mit meinem Psychologen, vielleicht haben wir da irgendwie noch die ein oder andere Idee. Ja, okay. Ja, machen wir das so. Ich wünsche alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, Aline. Tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Nacht Leo Scholten und morgen haben wir ein Thema und das Thema heißt, ich hatte einen Filmriss. Ich möchte mit euch reden, die ihr natürlich schon mal einen Filmriss hattet, wo ihr was getan habt, woran ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wo ihr was getan habt, was ihr eigentlich nie im Leben sonst so machen würdet oder wo ihr vielleicht irgendwo hingelangt seid und ihr wisst gar nicht, wie seid ihr da hingelangt. Morgen heißt das Thema, ich hatte einen Filmriss. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen sind wir wieder da, ein Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ciao.